In den vergangenen Tagen der weit zurückliegenden Jahrhunderte gab es eine kleine Region in unserer großen Welt, in der Menschen mit dem Namen die Kinder von Israel lebten. Von ihnen stammten einige Frauen und Männer ab, durch die sich Gott der gesamten Menschheit offenbarte. Einer von ihnen war Josua, der Eroberer. Das Volk Israel hatte sein Lager an der Grenze des Landes Kanaan bezogen. Unter der Führung von Moses waren sie aus der Sklaverei von Ägypten entlassen worden und hatten 40 Jahre in der Wildnis gelebt. Bevor Moses starb, hatte er nach Gottes Gebot einen neuen Führer für seine Leute gewählt. Sein Name war Josua. Als junger Mann hatte Josua das Land Kanaan erforscht. Er war es, der die Leute dazu drängte, in das gelobte Land zu ziehen, und es war er, der während der Wanderung Seite an Seite von Moses gewirkt hatte. Jetzt wandte sich Gott an Josua, wie er es zuvor bei Moses getan hatte. Mein Knecht Moses ist gestorben. So mache dich nun auf und zieh über den Jordan. Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israels, gegeben habe. Josuas großer Moment war gekommen. Aber die Aufgabe schien jenseits menschlicher Kräfte. Um diese Zeit war der Jordan durch die Flut angeschwollen und zu schnell strömend und zu tief für die Menschen, um ihn zu durchqueren. Aber Gott beruhigte Josua. Sei nicht ängstlich und entsetzt. Der Herr, euer Gott, ist mit euch, wo auch immer ihr hingeht. Als Josua diese Worte Gottes hörte, entschied er sich, dies den Menschen zu sagen und sie aufzufordern, sich auf die Überquerung des Flusses und den Einzug in das Land Kanaan vorzubereiten. Es würde die Israeliten viele Tage kosten, mehrere Hunderttausende von Menschen von ihrem Lager aus an die Ufer des Jordan zu bewegen. Währenddessen entschied Josua, einige Männer vorauszusenden, um das Land auszukundschaften. Besonders die Stadt Jericho in der Nähe des Flusses. Findet heraus, wie stark die Stadt Jericho ist. Die Stärke der Mauern und die Anzahl der Soldaten. Wir müssen Jericho einnehmen, bevor wir weiter in das Land des Königreichs ziehen können. Geht jetzt. Gott sei mit euch und kehrt sicher zurück. Die Kundschafter waren vorsichtig. Dennoch wurden sie gesehen beim Betreten eines bestimmten Hauses in Jericho, und Soldaten beeilten sich, sie gefangen zu nehmen. Eine Frau mit dem Namen Rahab lebte in dem Haus und die Soldaten sprachen in grober Weise mit ihr. Bringt die Männer heraus, die zu euch kamen. Es sind Spione. Einige Männer kamen zu mir, aber ich weiß nicht von woher. Und nur weil das Tor nicht geschlossen war, als es dunkel war, sind sie wieder gegangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch einholen. Aber es war Gottes Wille, dass die beiden Kundschafter nicht gefangen genommen werden sollten. Rahab hatte sie an einem sicheren Ort versteckt. Dann erklärte Rahab Josuas Männern, warum sie ihnen geholfen hatte. Ich weiß, dass euer Herr unser Land nehmen wird. Jeder hat Angst vor euch. Wir haben alle den Mut verloren, denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel und auch auf Erden. Wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Roten Meer für euch ausgetrocknet hat, bevor ihr aus Ägypten kamt. Darum schwört vor eurem Gott, so wie ich barmherzig zu euch war, seid barmherzig zu mir. Rettet meine Mutter, meinen Vater und meine ganze Familie. Unser Leben für euer Leben. Wenn du nicht erzählst, dass wir hierher kamen, werden wir dich gut behandeln, sobald der Herr uns dieses Land gibt. Die Kundschafter versprachen, dass Rahabs Familie verschont bliebe, wenn Jericho angegriffen werde. Ein purpurrotes Seil sollte in ihrem Fenster hängen und das Haus als das eines Freundes kennzeichnen. Mit Rahabs Hilfe flohen die Kundschafter sicher aus Jericho und eilten zurück zu Josua, um ihren Bericht abzugeben. Sie berichteten, dass das ganze Land Kanaan
das Volk des Herrn fürchtet. Schließlich kam der Tag, Kanaan zu erobern. Joshua konnte den Menschen tröstend sagen, dass sie nun weiter vorangehen sollten. Die strömenden Fluten des Jordan machten ihm keine Angst, da Gott ihm gesagt hatte, was zu tun sei. Der Herr hatte befohlen, dass Joshua die Priester zuerst gehen und sie die Bundeslade tragen lassen solle. Und als die Priester in den Fluss Jordan traten, geschah etwas Wundervolles. Genau wie am Roten Meer geschah es auch hier. Gott bereitete seinem Volk einen trockenen Pfad durch den Fluss. Solange die Priester die Bundeslade durch das Flussbett trugen, verharrte das Wasser an den Seiten wie eine Mauer. Nach Gottes Befehl setzte Joshua Steine am anderen Ufer des Flusses Jordan ab, in der Nähe des Lagers Gilgal, um die Menschen daran zu erinnern, wie Gott ihnen wieder geholfen hatte, mit seiner gewaltigen Macht. Jeweils ein Mann von einem der 12 Stämme Israels hatte einen Stein aus dem Flussbett gebracht, das sie gerade passiert hatten. Und Joshua sprach zu den Menschen: Wenn eure Kinder, sobald die Zeit gekommen ist, euch Väter zu fragen, was diese Steine bedeuten, dann sollt ihr ihnen berichten, die Israeliten gingen über diesen Fluss Jordan auf trockenem Boden. Der Herr, euer Gott, trocknete auch die Fluten des Stromes. Größer noch, er trocknete die Fluten des Roten Meeres. Er möchte, dass alle Menschen der Welt wissen, wie mächtig seine Hand ist. Und er wünscht, dass ihr ihn fürchtet für immer. Jetzt war das Tor der Stadt Jericho fest verschlossen. Niemand kam heraus oder herein. Die Leute von Jericho hatten Angst vor einer Attacke der Armee der Israeliten, die außerhalb der Stadt ihr Lager hatte. Und als Joshua ging, um die Stadt zu erkunden, und er die großen Mauern sah, fragte er sich, wie sie die Stadt jemals einnehmen sollten. Tief in Gedanken versunken, sah er plötzlich jemanden neben sich. Es war ein Mann, gekleidet wie ein Soldat und mit einem breiten Schwert in der Hand. Joshua befragte ihn: Bist du einer von uns oder einer von unseren Feinden? Weder noch. Ich bin der Hauptmann von Gottes Armee. Was hat mein Herr seinem Diener zu sagen? Zieh deine Schuhe aus. Der Platz, an dem du kniest, ist heilig. Joshua warf einen kurzen Blick auf seinen himmlischen Besucher und dann hörte er ihm zu. Der Herr machte nun einen Plan, wie Jericho einzunehmen sei. Einen Plan, dem Joshua folgte, als er dann später Jericho überfiel. Am nächsten Tag, als die Leute von Jericho aus ihren Fenstern schauten, sahen sie eine seltsame Prozession an den Stadtmauern vorüberziehen. Zuerst kam eine Kompanie von Männern, die leise marschierten. Dann kamen 7 Priester. Hinter denen kamen mehr Priester, die die Bundeslade trugen. Danach kamen noch mehr Soldaten, aber sie unternahmen nichts, die Stadt zu überfallen. Sie waren alle sehr seltsam. Sie marschierten leise um die Stadt. Ihre Füße machten kein einziges Geräusch. Einmal mehr marschierten sie um die große Mauer herum und dann kehrten sie um zu ihrem Lager Gilgal. Die Leute von Jericho waren verwirrt und ängstlich. Warum überfielen die Israeliten nicht die Stadt? Was hatte der seltsame, lautlose Marsch um die Stadt zu bedeuten? Als die Israeliten die Stadt 6-mal umrundet hatten, an jedem Tag einmal, 6 Tage in der Woche hintereinander, begannen einige der Leute von Jericho, den Feinden zu winken. Aber Rahab war sich sicher, dass die Israeliten bald anfangen würden, die Stadt Jericho einzunehmen. Also hing sie, Joshuas Rat zufolge, das purpurrote Seil in ihr Fenster. Am 7. Tag marschierten die Israeliten wieder um die Stadt, aber diesmal 7-mal statt nur einmal. Und beim 7. Mal bliesen die Priester laut in ihre Hörner. Joshua rief aus zu seinen Leuten: Schreit! Der Herr hat euch die Stadt gegeben! Und dann erzeugten all die Menschen einen so riesigen Lärm, dass die Mauern von Jericho in sich zusammenfielen.
Die Israeliten drängten durch die Mauer und nahmen die Stadt ein. Aber wie die Israeliten versprochen hatten, Rahab und ihre Familie wurden verschont. Dann wurde alles Gold, Silber und anderes Wertvolles, das in der Stadt gefunden wurde, gesammelt für den Schatzkasten des Herrn. Gott hatte befohlen, dass niemand etwas für sich selbst nehmen sollte. Aber ein Mann mit Namen Achan missachtete das Gebot des Herrn. Er versteckte einige Schätze in seinem Zelt. Und wegen dieser Sünde sollten die Kinder von Israel, die gerade einen großen Sieg errungen hatten, bald den Geschmack einer Niederlage spüren. Ein paar Tage später, nach der glorreichen Übernahme von Jericho, hatten die Israeliten die Stadt Ai angegriffen. Sie war kleiner und schwächer als Jericho, aber sie konnten sie nicht besiegen. Joshua konnte nicht verstehen, was schiefgegangen war. Warum hatte sich Gott so plötzlich gegen sein Volk gewandt? Also betete Joshua wieder zu Gott. Und Gott antwortete ihm, dass einer der Männer eine große Sünde begangen hatte. Dann erklärte er Joshua, wie er den Mann finden würde, der die Niederlage zu verantworten hatte, und forderte, dass er bestraft werden solle. Als Joshua dem Gebot Gottes folgte, fand er den Mann und es stellte sich heraus, dass Achan die schuldige Person war. Mein Sohn, lobe den Herrn, Gott von Israel. Sag mir, was hast du getan? Es ist wahr. Ich habe gesündigt gegen den Herrn, Gott von Israel. Dies ist es, was ich getan habe, als ich die herrlichen Geschmeide und Gürtel der babylonischen Kleider sah. 12 Pfund Silber und 2 Pfund Gold. Ich wollte es haben. Und ich nahm es. Es ist vergraben im Boden in der Mitte meines Zeltes. Achan wurde zum Tode verurteilt und all seine Habe wurde zur Asche verbrannt, weil er das genommen hatte, was dem Herrn, seinem Gott, gehörte. Nach diesem Vorfall marschierten die Israeliten noch einmal gegen die Stadt Ai und gewannen einen kompletten Sieg. Und dann bauten sie am Fuß des Berges Ebal einen Altar für den Herrn. Und Joshua las den Menschen laut die Gebote, die Gott Moses gegeben hatte. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines... Und nun, nachdem sie die Worte Gottes gehört hatten, waren die Israeliten bereit, weiter in das Land Kanaan zu ziehen und weitere neue Siege zu erringen. Stadt für Stadt einnehmend zogen die Israeliten weiter in das versprochene Land, bis die Einwohner von Kanaan besiegt und vertrieben wurden. Aber es brauchte viele Jahre, bis das Land Kanaan das Land Israel wurde. Und als Joshua alt war, rief er alle Stämme in Sichem zusammen, sprach ein weiteres Mal zu ihnen und erinnerte sie an all die guten Dinge, die Gott ihnen gegeben hatte. Auch warnte er sie vor der Strafe Gottes, die über sie kommen würde, wenn sie die Gebote Gottes missachtete. Und wenn ihr sündigt und gegen die Gebote des Herrn, eurem Gott, verstoßt oder ihr anderen Göttern dienen wollt, dann wird Gott ärgerlich sein auf euch. Und ihr werdet leiden. Und eure Nachkommen werden das Land verlieren, das er euch gegeben hat. Die Leute hörten Joshua aufmerksam zu. Seine Worte waren niemals zuvor so ernsthaft und ermahnend gewesen. Dann sprach er von Gottes Führung und Sorge für das Volk Israels, angefangen in den Tagen Abrahams bis zum heutigen Tag. Fürchtet den Herrn und dient ihm ergeben und treu. Stellt ab die Frage, nach welchem Gott ihr dienen sollt. Dient dem Herrn und folgt ihm. Und wenn ihr dem Herrn nicht dienen wollt, dann wählt jetzt an diesem Tag, wem ihr dienen wollt. Vielleicht den Göttern der Leute auf der anderen Seite des Flusses. Oder den Göttern der Menschen von Kanaan, welche jetzt dort leben. Aber ich und die Menschen meines Hauses, wir wollen dem Herrn dienen. Dann sagten die Leute, wir wollen auch dem Herrn dienen. Der Herr ist unser Gott und ihm wollen wir folgen. Und so kam es, dass das Volk Israel dem Herrn diente,
so wie es ihr Anführer Josua wünschte. Und sie sollten sich immer daran erinnern, was der Herr für sie getan hatte.